Was? Der Marc kann heute schon wieder nicht? Och, dann müssen wir aber irgendwas machen für die Marc-Fans. Ja. Michael Naumann ist stinksauer auf Kurt Beck und das hat er ihm auch geschrieben, per Fax. Da ärgert er sich mehr, wenn sich das immer so wählt. Liebe kennt Grenzen. Naumann wirft seinem Chef mangelnde Solidarität vor und bezeichnet seinen politischen Kurs als Geisterfahrt. Ja, ist halt gefährlich auf der linken Spur. Davon kann man sich auch bei truckspills.com überzeugen. Hier werden Berichte von Unfällen gesammelt, bei denen LKWs umgestürzt sind und ihre Ladung verloren haben. Da kommen ganze Menüs zusammen, sogar noch ein bisschen Koks zum Nachtisch. Nicht für die Ladung, sondern eher für die Reifen dürften sich dagegen die Erschaffer dieser Skulpturen interessieren. Ja, auch so kann man als Künstler Profil gewinnen. Keine Sorge, Sie sind kein Gaffer, wenn Sie solche Unfallbilder angucken. Was Menschen fasziniert, sind ja nicht die Unfälle, sondern die Autos an sich. Das können Sie auch sehr schön auf den Bildern des Fotografen Stefan Abrams sehen, der die gebannten Blicke von Besuchern einer Autoshow festgehalten hat. Okay, sie hier guckt eher wie an meinem Schuhladen. Aber übrigens auch sehr schön, die Fotos vom obligatorischen Probesitzen im unbezahlbaren Traumwagen. Ja, doch, den würde ich nicht von der Bordsteinkante schubsen. Was allerdings wirklich nicht sein muss, sind diese unwürdigen Viehtransporte. Ich meine, der Mensch kann es sich aussuchen, der steigt freiwillig in den Bus nach Lorette Mar. Tiere aber sollte man mit Respekt behandeln, wie es die Inder sogar bei Ratten tun, etwa in Tempeln, in denen die Ratten nicht nur leben, sondern sogar vom Menschen versorgt werden. Ja, sagen Sie das Ihrem Vermieter, wenn der sich wieder beschwert. Ich meine, so will man als Mensch doch auch nicht irgendwann enden. Im Kühlregal und im schlimmsten Fall noch aus Bürohaltung. Vielleicht sollte man sich ab und zu einfach mal in die Rolle von Tieren hineinversetzen. Dann hätte man gleich ein viel besseres Verständnis für deren Sorgen und Nöte. Gut, man muss fairerweise sagen, Tiere sind im Umgang mit ihresgleichen auch nicht immer zimperlich. Man sollte zum Beispiel gar nicht glauben, dass Frösche wie diese vom Aussterben bedroht sind, eher ihre Opfer. Aber genau auf diese Bedrohung will uns das Vancouver Aquarium mit diesem tollen Video hinweisen. Vom Aussterben nicht bedroht sind dagegen die hier aufgelisteten Künstler. Jedenfalls nach Meinung einiger hochkarätiger Musiker, die in kurzen Artikeln beschreiben, welche Kollegen aus ihrer Sicht musikalische Unsterblichkeit erlangt haben. Ach, zum Verständnis, das ist von 2004. Da gab's den Matlock ja noch nicht. Auch nicht vom Aussterben bedroht sind Eisbären in Deutschland. Ja, deren Rente ist sicher. Wir haben doch schon wieder so ein süßes Eisbärenbaby. Wobei es natürlich auch nach wie vor unheimlich süße kleine Menschen gibt. Wie dieses Mädchen, das unbedingt alle 52 US-Staaten vorsingen will, aber doch ein paar Anlaufschwierigkeiten hat. Tja, man sollte Tiere am besten nicht essen, sondern halten. Schwer ist ja oft nur die Entscheidung, welches Tier zu welchem Menschen passt. Und ganz besonders schwer ist die Entscheidung hier, bei diesem Rätsel, bei dem man anhand weniger Angaben erraten bzw. erdenken muss, wem der Fisch gehört. Der Schimpanse hier könnte das Rätsel sicher knacken. Was er sich nämlich ausdenkt, um an das Leckerli in der Röhre zu kommen, ist schon ziemlich genial. Und zum Schluss jetzt noch ein Rätsel. Wofür wirbt der Starregisseur Martin Scorsese wohl in diesem Kinospot? Die Auflösung gibt's nicht jetzt, sondern über unsere Links. It's ordinary, it's pedestrian, I've seen it a million times. Das war Ehrensensch. Ich bin Christine. Tschüss. Jetzt weiß ich, warum der Marc heute nicht da ist.